Hi Ladies, Melanie hat mich gebeten, für Sie ein Outfit zusammenzustellen für eine Hochzeit. Aber nicht für Ihre, sondern für Ihre Schwester Ihre. Denn sie geht da als Gast hin und braucht quasi ein Kleid als Gast zur Hochzeit. Und diesen Wunsch, wie ihr seht, habe ich ihr erfüllt. Und die Details, was sie quasi als Credo für mich vorausgesetzt hat, habe ich hier wunderbar in Szene gesetzt. Doch bevor ich in Details jetzt gleich verfalle und die Accessoires vorstelle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und Sales und Deals dazu, damit ihr nichts verpasst. Melanie liebt lange Kleider, die Farbe grün und es soll festlich elegant sein. Und da habe ich ein Kleid genau auf sie passend gefunden. Denn wie ihr seht, habe ich hier ein wunderschönes, langes Kleid in Moosgrün, Olivgrün herausgesucht, was einen wunderschönen rückenfreien Ausschnitt hat und der Rücken dann auch sehr, sehr schön mit Spitze verziert, dass es quasi ein richtiges Highlight ist, wo sie drauf bestanden hat und das komplette Kleid selber auch sehr, sehr festlich und schick aussieht an ihr. Und wie ihr es seht, es ist schön gerafft am Bauch, was ihr natürlich nochmal eine schöne Taille gibt und die Taille auch anhebt und der Rockbereich sehr, sehr, sehr lang ist und bis unten an den Fußboden geht. Und dadurch es aussieht, als hätte sie erstmal ewig lange Beine, obwohl sie versteckt sind, also auch ein bisschen verspielt, was die Männer ein bisschen was vielleicht erahnen lässt und natürlich viel, viel größer wirken lässt, als sie eigentlich ist. Und damit sie größer wirkt, gibt es natürlich ein paar Tricks und die stelle ich euch natürlich jetzt gerne vor. Denn zu diesem Kleid würde ich euch ein paar Sandalen empfehlen, denn die Hochzeit ist im Sommer und das soll man natürlich nicht so schnell schwitzen. Aber nicht irgendwelche, sondern die sollen natürlich bequem sein. Und da habe ich diese Sandale gefunden mit 8,5 cm Höhe, was sich bei einem langen Kleid perfekt macht. Und wenn ihr diese Sandale euch anschaut, dann werdet ihr sehen, die Riemchen sind sehr verspielt, aber auch breit, was es natürlich wieder sehr bequem macht. Und dadurch, dass diese Sandale nicht extrem hoch ist, kann man natürlich damit auch die ganze Nacht schön tanzen. Und sie hat zwar gesagt, jemand natürlich, sie will tanzen, aber sie will auch natürlich auch festlich aussehen. Und da habe ich noch ein paar schöne Accessoires herausgesucht, um genau das zu unterstützen. Denn zu diesem Kleid benötigt man eine Handtasche, die etwas ganz Besonderes ausstrahlt. Und da habe ich hier eine Handtasche, eine Clutch, besser gesagt, von Gretchen herausgesucht, die ein sehr schickes Materialmix verarbeitet hat, mit verschiedenen Lederarten, einmal matt und immer glänzend, in Schwarz gehalten. Und die Form selber ist von der Clutch komplett rund und macht es wirklich zu einer Handtasche, die man so oft gar nicht sieht. Und da rein passt wirklich genug für eine Feier, damit man nichts vergisst und wirklich alles dabei hat. Und um das Ganze natürlich jetzt noch das i-Pünktchen aufzusetzen, muss ein schicker Schmuck her, der zu diesem Kleid passt. Und da habe ich ihr ein paar Ohrringe rausgesucht. Mehr würde ich da gar nicht machen, wirklich nur ein paar Ohrringe, aber natürlich passend zum Kleid. Und diese Ohrringe sind in einem jadegrünen Stein, also die Ohrringe selber ist ein jadegrüner Stein, gefasst in Gold. Und wenn ihr diese Ohrringe tragt, ist das ja auf der einen Seite ein bisschen verspielt, aber auch elegant. Und das wirkt im Komplettbild bei diesem ganzen Outfit sehr, sehr schick und tut wirklich das, was mir Melanie ja hier an Punkten gegeben hat, was ich beachten soll, weil sie hat ja auch einen gewissen Charakter und dass er unterstützt werden, ja zu 100% unterstützen. Und ich kann eins versprechen, Melanie wird damit eine Party haben, wo sie im Mittelpunkt steht. Natürlich noch ein bisschen unterhalb der Braut, weil die Braut soll ja eigentlich das Highlight des Abends sein. Aber insgeheim wird sie der Hingucker auch sein, weil die Braut hat weiß an, schön und gut. Aber so ein Outfit lässt sich sehen. Und wenn ihr so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was einer Veranstaltung geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?